Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, meiner Aufbaureihe Bulk Cello. Das ist Nummer 3 und es gibt brandheiße Neuigkeiten für euch. Und ja, wie ihr seht, hier vorne ist ein kleines Sortiment aufgebaut. Unter anderem von Frankie's Bakery, hier haben wir GN. Und ja, die meisten werden es schon gesehen haben in den Links. Ich bin ab sofort bei Gigas Nutrition unter Vertrag. Das heißt, dazu gehört auch dieses Frankie's Bakery. Und nein, das bedeutet natürlich auch nicht, dass ich jetzt hier Unsummen verdiene und deswegen, was ich immer wieder gefragt werde, hauptberuflich YouTuber werde? Nein. Aber es geht mir einfach darum, einen Top-Partner zu haben und einen Top-Shop, hinter dem ich zu 100% stehe. Und bisher war ich ja bei Rocky Sportnahrung. Und hinter diesem Shop stehe ich auch zu 100% und vor allem Gym Queen. Die Produkte sind der Hammer. Deswegen stehen sie auch hier. Aber, ganz ehrlich, ich als Tätowierter, ein bisschen aufgepumpt, passt nicht ganz so in dieser Gym Queen Serie. Und viele von euch werden auch bei Gym Queen nicht bestellen, einfach weil, ja, weil es pink ist. Aber trotzdem sind die Produkte Hammer und deswegen habe ich jetzt den perfekten Kompromiss gefunden, und zwar mit Gigas. Der Shop ist einfach nur der Hammer. Ich habe da selbst schon bestellt und die Auswahl ist einfach nur krank. Deswegen bin ich froh, dass wir uns auf der FIBO verständigt haben dazu, beziehungsweise kennengelernt haben. Ich durfte die Produkte testen und ganz ehrlich, ich bin ja so ein Erdnussbutter-Junkie und diese Whey Nut Butter ist einfach nur unglaublich geil. Dazu noch eine kurze Info, natürlich bei Bodybuilding Depot bleibe ich, denn auch die Produkte sind der Hammer und ich brauche nur jemand, der da eben noch mit sowas wie Syrups und Spreads, Erdnussbutter und eben auch noch ein bisschen ausgefallenen Whey helfen kann oder auch hier Candy Flavor, also wie Royal Flavor, nur da gibt es eben nochmal ganz andere Sorten, die es dann wiederum bei Royal Flavor nicht gibt und andersrum. Deswegen, diese zwei Shops sind meine Partner und ich möchte eben auch ganz ehrlich zu euch sein. Man bekommt ab einer gewissen Reichweite immer mehr Angebote. Ja? Aber was nutzt es mir, wenn ich euch irgendeinen Bullshit verkaufen möchte? Und das möchte ich einfach gar nicht, sondern ich möchte euch nur Sachen verkaufen, die ich wirklich auch benutze. Und wer meine Insta-Story kennt und wer meine Facebook-Seiten kennt, ihr seht genau, dass ich genau das alles benutze. Und ja, von daher freue ich mich, bei Gigas im Team zu sein. Das passt natürlich auch dazu, dass Jill im Team ist. Und ja, ich hoffe, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann mCello 10 bei eurer Bestellung nutzen. Es gibt immer wieder kranke Angebote. Momentan gibt es die BCAAs zum Beispiel im Angebot, diesen BCAA-Trink. Und ja, ich würde sagen, wir basteln jetzt mal schönes was daraus, denn wir wollen ordentlich Gains machen. Vielen Dank für die Resonanz für das letzte Video mit meiner Bowl. Wenn ihr Bock auf so eine Bowl habt, immer weiter Kommentare und Däumchen hochdrücken, dann baue ich gerne mal wieder so ein Teil. Denn im Endeffekt, ich baue mir jeden Abend so ein Teil, aber immer unterschiedlich. Von daher, Däumchen drücken und wir bauen jetzt eine richtige Bulkbombe, eine richtig schöne anabole Bulkbombe. Viel Spaß damit, macht das Rezept nach, gebt mir einen Daumen hoch. Wir hören uns auf jeden Fall gleich nochmal, aber erstmal kommt das Rezept. Thank you.
jetzt habt ihr das Rezept für diese ultra geilen Muffins gesehen, direkt die neuen Produkte auch schon eingesetzt. Und ja, welche Vorteile die Muffins haben, habe ich euch ja eingeblendet, von daher ist perfekt für den Aufbau geeignet. Und ich werde den jetzt probieren, ich bin mir todsicher, dass er sowas von gut schmeckt. Hammer. Super Waffel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich nämlich um unterstützen beim Code im Channel 10 bei Gigas. Das finde ich komplett eine Sache. Abonniert meinen Channel und gebt mir einen Daumen hoch. Nächstes Mal gibt es wieder Trainingseindrücke, wenn ihr Bock habt. Ich habe überlegt, ob ich meinen Abendtag mal abfilme. Vielleicht ganz interessant. Wenn ihr Bock habt, Daumen hoch. Und ab in die Kommentare damit, was ich noch zeigen soll. Euer Marcello.